Moin Leute, ihr habt mehr Bock von Ramattra zu sehen, dem neuesten Helden in Overwatch 2, der im Dezember in Season 2 sein Debüt feiert? Ja, dann solltet ihr nicht weglaufen, denn Ramattra wurde ja gestern offiziell im Spiel vorgestellt und naja, es ist das passiert, was so häufig passiert. Es gab ein sehr, sehr großes Leak und das bringt uns die Sachen, die ihr jetzt schon ein bisschen im Hintergrund seht. In-Game-Screenshots von Ramattra, die uns sogar Fähigkeiten zeigen, die uns UI-Elemente zeigen. Und diese ganzen Sachen möchte ich heute für euch analysieren, damit wir ein ganzes Stück mehr über Ramattra wissen, bevor er dann demnächst wahrscheinlich offiziell mal irgendwo in einem Gameplay-Trailer schon vorgestellt wird. Ja, ich habe ja schon gesagt, diese ganzen Informationen stammen aus einem Leak und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Website, die ein Interview mit Blizzard veröffentlicht hat, wo wir auch uns einzelne Elemente gleich rausschnappen, diese ganzen Sachen noch gar nicht veröffentlichen sollte oder wollte. Ja, jetzt sind die Sachen aber im Netz und wie das so ist, das Netz vergisst nicht, also dachte ich mir, reden wir drüber. Ihr seht ja schon im Hintergrund ein bisschen diese sehr eindrucksvolle und massive Form von Ramattra. Hier, das ist seine Nemesis-Form, die wir da sehen. Also, was ich sagen muss, dieser ganze Eindruck, den ich von diesem Tank optisch habe, ist absolut fantastisch. Ich finde, der sieht so cool aus einfach, wie ich es, glaube ich, in langer Zeit nicht mehr von der Optik bei einem neuen Helden erlebt habe. Also mir gefällt das richtig gut. Ansonsten für all diejenigen, die es noch nicht wissen, Ramattra hat ja einen Dual-Modus. Das heißt, auf der einen Seite hat er seinen Nemesis-Modus, wo er ja quasi sich so richtig hochbieft. Wir sehen das ja hier gerade. Und dann mit Fäusten zuschlägt. Und auf der anderen Seite hat er dann seinen Omnic-Modus, wo er ein ganzes Stück schmaler ist und einen Stab als Waffe in der Hand hält. Die Unterschiede sind tatsächlich spürbar. Nicht nur in der Optik, sondern werden sich auch bei den Fähigkeiten zeigen. Beim Stab, und das finde ich auch ganz cool, für die Omnic-Form haben wir auch ein paar Infos bekommen. Ja, wir sehen den Stab hier quasi und das Ganze sieht sehr interessant aus. Also man sieht irgendwie so ein Beam, der nach vorne geht. Auf der anderen Seite sieht man auch so kleine Elemente, die da irgendwie drin hängen. Also es lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt schwer sagen, wie die Waffe wirklich funktionieren wird. Aber das, was ich da sehe, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, in der Nemesis-Form auf der anderen Seite wird er dann den Stab natürlich nicht nutzen, sondern wird seine Fäuste nutzen. Und auch hier sehen wir auf einem der Screenshots eindrucksvoll, wie er quasi so nach vorne boxt. Und ich weiß nicht, was für ein Feld das da um ihn herum ist. Ob vielleicht wirklich die Schläge so massiv sind, dass irgendwelche Energy Ripples entstehen oder sowas. Oder ob er vielleicht der wahre Doomfist ist, machen wir uns vor. Doomfist wurde im ursprünglichen Cinematic damals so vorgestellt, dass es hieß, naja, wo der hinschlägt, fallen quasi Hochhäuser zusammen. Naja, machen wir uns nichts vor. Ich habe so viele Hochhäuser gepuncht in Overwatch. Da ist noch nie was zusammengebrochen mit Doomfist. Aber ich würde es sehr interessant finden, wenn quasi er der deutlich stärkere ist. Ja, interessant sind aber auch die In-Game-Screenshots, wo wir ein bisschen was vom UI sehen. Und wir sehen hier mal gerade das Bild, wo er in seiner Omnic-Form unterwegs ist. Und hier sehen wir, dass er in der Omnic-Form knapp 450 Leben hat und, wie gerade schon gesagt, den Stab nutzt. Jetzt sehen wir am unteren Bildschirmrand aber auch, dass der Stab ungefähr 100 Schuss hat, wie auch immer Schüsse aussehen. Also wir sehen da oben am Bildschirmrand ja so einzelne, ja, ich weiß nicht, was das sein soll, so einzelne kleine Teile. Vielleicht sind das die Projektile, die irgendwie losfliegen. Wäre natürlich möglich. Und gleichzeitig sehen wir aber auch Fähigkeiten. Wir sehen die E, die er hier sogar nutzt. Und ich weiß nicht ganz, was das Ganze darstellen soll. Ja, vielleicht irgendwie wie so ein Feld, wo man Leute vielleicht auch drin einsperren kann. Oder vielleicht ist es auch ein Feld, was du auf den Boden setzt. Weil wir sehen sowohl am Boden wie auch in der Luft einzelne Elemente. Dass wenn du da durchfliegst, dass du Schaden über Zeit bekommst. Oder du bekommst auf der Stelle Schaden. Ist natürlich, wenn Leute aus diesem Feld jederzeit raus können, eine sehr stationäre Sache. Und da ist die Frage, wie stark ist das wirklich? Aber es sieht zumindest optisch sehr, sehr eindrucksvoll aus. Ansonsten sehen wir seinen Rechtsklick in der Omnic-Form. Da ist eine Art Schild zu sehen. Wie dieser Schild aussieht, das sehen wir potenziell auf einem anderen Screenshot. Den zeige ich euch hier gerade mal. Weil das sind für mich, in meinen Augen zumindest, unterschiedliche Barrieren, die wir hier sehen. Also, weil das sieht tatsächlich ein bisschen anders aus als dieser andere Effekt. Alleine schon, wenn wir auf den Boden gucken. Das heißt, ich glaube hier wirklich, das eine ist die E und das andere ist theoretisch sein Schild. Wie das Ganze jetzt aber klappt, das ist für mich aktuell noch nicht so ganz ergründlich. Denn eine runde Barriere, die man quasi setzen kann, kann man da vielleicht reingehen und sein Team dann irgendwie shielden oder setzt man es auf Verbündete und wenn die drin sind, sind die gefangen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jede Fähigkeit irgendwelche Leute fängt, also
Schwer zu sagen, wie das Ganze am Ende funktionieren soll. Was man aber hier sieht, gerade in seiner Omnic-Form, er sieht einfach so badass aus. Ne? Selbst in dieser Form, wie er quasi so die Arme nach hinten wirft und dann dieses Feld entsteht. Also ich find's zu wild, um ehrlich zu sein. Ansonsten sehen wir aber auch bei seiner Shift, dass er hier sich scheinbar dann in die Nemesis-Form wechseln kann. Also die Nemesis-Form scheinbar tatsächlich keine Fähigkeit, die an die Ult gebunden ist. Wir haben bisher keine Infos dazu, inwieweit jetzt diese Ult am Ende funktioniert oder wie die aussieht. Da müssen wir wirklich mal abwarten. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass er sich scheinbar wirklich mit seiner... dass er sich dann jederzeit wie Bastion quasi so transformieren kann, auch wenn da natürlich ein Cooldown drauf sein wird. Jetzt sehen wir aber auch einen Screenshot aus der Nemesis-Form. Und hier sehen wir, dass er da nicht nur 450 Leben hat, sondern gleich 600 letztendlich mit Schilden. Und hier ist auch eine neue Fähigkeit, die dazukommt. Hier sieht es nämlich so aus, dass der Right-Click scheinbar dafür sorgt, dass er seine zusätzlichen Arme vor sich nimmt. Jetzt erinnert mich das Ganze ein bisschen an... an vielleicht Doomfists neue Blockfähigkeit oder vielleicht auch an Arisas Blockfähigkeit, weil wir sehen tatsächlich, da vorne schießt eine Sojourn auf ihn und er hält die Arme davor. Was das Ganze jetzt macht, ob er irgendwie, weiß ich nicht, den Schaden absorbiert, den umwandelt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die gleichen Sachen sind. Da bin ich ehrlich mit euch, aber es sieht schon sehr, sehr cool aus, optisch zumindest. In der Mitte des Bildschirms sehen wir auch 6 Sekunden. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt die Laufzeit dieser Fähigkeit ist. Ich glaube eher, diese 6 Sekunden oder wahrscheinlich waren es ursprünglich vielleicht mal 7 oder 8 Sekunden, könnten die Zeit sein, die man in der Nemesis-Form hat. Dass man wirklich sich entscheiden muss, okay, ich gehe jetzt in die Nemesis-Form, ich habe dann 8 Sekunden, um richtig auszuteilen mit meinen Fäusten und kann dann wieder das Team als... ja, in der Omnic-Form unterstützen und shielden. Es wurde ja mehr als einmal jetzt schon gesagt, die Nemesis-Form ist eine sehr offensive Form, wo man sich wirklich entscheiden muss, hier gehe ich rein, hier teile ich aus, hier will ich Damage machen. Und ja, das wird noch ganz interessant sein, diese ganzen Sachen dann im Detail zu sehen. Auch schön übrigens hier, dass man scheinbar Sachen abbrechen kann. Die E scheint sowohl in der... Nemesis-Form, wie auch in der Omnic-Form gleich zu sein an der Stelle dann. Auch wenn er dann hier, wie gesagt, Primär- und Sekundärfeuer sind dann jeweils in den Formen unterschiedlich. Das war so das meiste, was man hier wahrscheinlich so fähigkeitenmäßig rausziehen kann. Wir haben ja immer noch keine offizielle Fähigkeitenliste oder ähnliches. All das wird wahrscheinlich noch kommen. Was ich aber zugeben muss, diese ganzen Screenshots, die ich hier sehe, ich habe Bock auf diesen Dude, ne? Ich habe einfach Bock, den mal in Aktion zu sehen und zu sehen, wie der sich spielt, wie seine Fähigkeiten sind, wie brawlig er am Ende sein wird. Es ist natürlich nichts komplett Neues, dass wir einen Charakter haben, der einen Dual-Modus hat. Wir haben Bastion. Aber ich finde es cool, dass Blizzard dieses Konzept weiterhin verfolgt und... ja, ich freue mich sehr auf das, was da kommt und auf die nächsten Sachen, die dann wahrscheinlich offiziell von Blizzard veröffentlicht werden. Aber jetzt seid ihr schon mal wieder auf dem neuesten Stand und falls euch das Video gefällt, gerne Daumen nach oben und den Kanal abonnieren.